Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Und zwar wollte ich euch in diesem Video einfach mal ein paar aktuelle Infos geben, was bei uns in letzter Zeit so los war. Und außerdem wartet in Zusammenarbeit mit Equiva auch noch ein Gewinnspiel auf euch. Es haben in letzter Zeit so viele von euch gefragt, ob ich überhaupt noch Videos mache, warum ich im Moment so wenig Videos mache und so weiter und so weiter. Also es war einfach im Moment bei mir ziemlich stressig. Ich stehe am Ende meines Studiums, fange jetzt mit meiner Bachelorarbeit an, hatte noch einen Haufen Hausarbeiten zu schreiben, musste noch Praktika machen, habe nebenbei gearbeitet und habe auch noch ein Pferd und irgendwann musste ich dann auch mal schlafen. Also es war einfach irgendwie in letzter Zeit nicht so möglich, großartig mich dann abends noch hinzusetzen und Videos zu schneiden oder auch zu drehen. Ich habe noch einen ganzen Haufen Videos von April und Mai und so, die ich halt alle noch gar nicht geschnitten habe. Das werde ich alles nach und nach versuchen jetzt noch zu machen, aber die letzten Wochen war es einfach nicht so möglich. Es war uns dieses Jahr auch überhaupt nicht gegönnt, irgendwie aufs Turnier zu kommen. Also ich hatte Anfang des Jahres im April, Mai, Juni relativ häufig Turniere gemeldet, aber immer an dem Wochenende oder an dem Tag, wo ich gemeldet habe, hat es geregnet und bei Regen fahre ich nicht mehr aufs Turnier, weil das macht weder mir Spaß noch im Espresso und Turnierreiten muss ja auch irgendwie Spaß machen. Also habe ich die dann immer ausfallen lassen und dann im Juli hatte ich ein bisschen was an Turnieren gemeldet und dann war aber in unserem Umkreis ein Drusefall und dann sind viele Turniere ausgefallen und dann waren wir wieder nicht weg und dann, wie ich eben schon gesagt hatte, hatte ich ja dann im Juli, August, September sowieso total viel um die Ohren und habe es dann irgendwie dieses Jahr gar nicht aufs Turnier geschafft. Ist jetzt auch nicht so schlimm. Es geht dann nächstes Jahr wieder weiter, aber ja, dieses Jahr hat der Espresso halt dann einfach mal ein turnierfreies Jahr gehabt. Schadet ihm auch nicht. Ansonsten geht es dem Espresso gut, wie immer. Wir haben ihn jetzt auch endlich geschoren. Jetzt kann ich auch wieder ein bisschen mehr mit ihm arbeiten, weil er hatte einfach so ein dickes Teddyfell, dass ich nicht mehr länger als 15 Minuten reiten konnte und er war pitschnass und ja, ich habe ewig gebraucht, bis ich ihn wieder trocken hatte. Deshalb hat er ja auch ein bisschen entspanntes Programm die letzte Zeit, weil ich ihn halt noch nicht so dick eindecken wollte, weil es tagsüber immer noch so warm war. Und ja, jetzt können wir dann auch wieder ein bisschen mehr arbeiten und ich versuche auch wirklich wieder regelmäßig dann Videos im Stall zu drehen und vielleicht auch mal wieder einen Follow Me Around und so. Ja, ich will jetzt eigentlich auch gar nicht zu viel erzählen. So viel Spannendes habe ich jetzt, glaube ich, auch gar nicht mehr zu erzählen. Kommen wir nun zu dem Gewinnspiel. Und zwar habe ich diese Abschwitzdecke von Equiva für euch, beziehungsweise von Goldhorse. Ich habe sie dem Espresso einmal aufgezogen, einfach um euch zu zeigen, wie sie angezogen aussieht. Und habe sie mal draufgelegt, das kurz gefilmt und jetzt wieder mit nach Hause genommen. Also sie ist neu. Die Abschnittsdecke ist von Goldhorse in der Größe 145, also passt einem Großpferd gut. Für einen kleinen Pony wäre sie wahrscheinlich zu klein. Und sie ist einfach dunkelblau, komplett dunkelblau. Und zwar ist das jetzt einfach mal wieder ein Gewinnspiel für meine Abonnenten hier bei YouTube. Und zwar ist es ganz einfach, am Gewinnspiel teilzunehmen. Ihr müsst erstens Abonnent meines Kanals sein, zweitens dem Video einen Daumen nach oben geben und drittens einfach das Video kommentieren. Was ihr schreibt, ist mir total egal. Da möchte ich euch jetzt mal gar nichts vorgeben. Also ihr könnt einfach irgendwas Kreatives schreiben oder auch nicht viel schreiben. Einfach nur irgendwas schreiben. Also ja, einfach das Video auch kommentieren. Das Gewinnspiel läuft bis Sonntag, also bis 13.11. Und dann werde ich den Gewinner aussuchen und dann direkt hier in den Kommentaren kommentieren. Also schaut auf jeden Fall dann vorbei, ob ich euren Kommentar kommentiert habe. Und alles Weitere besprechen wir dann. Das war's jetzt auf jeden Fall mit dem Video. Ich werde, wie gesagt, wirklich versuchen, häufig Videos hochzuladen, aber ich kann auch nicht genau sagen, wie es mit meiner Zeit jetzt aussieht, wenn ich mit meiner Bachelorarbeit anfange, richtig anfange. Begonnen habe ich ja schon ein bisschen und dann auch noch ein Praktikum machen muss. Also vielleicht wird es wieder ein bisschen weniger werden, aber ich versuche auf jeden Fall, mehr Videos zu machen. Ja, ich wünsche auf jeden Fall auch allen ganz viel Glück bei dem Gewinnspiel und bis zum nächsten Video. Tschüss!